Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist endlich da. Ich habe gestern ein Video hochgeladen, wo ich gesagt habe, dass der GTA-Trailer eventuell morgen kommt, weil ja heute der 20-jährige Jubiläum von GTA 3 ist. Und ich bin vom Trailer wirklich sehr erstaunt. Das ist eine verbesserte Version von GTA und das ist Enhanced. Nicht das, was sie mit GTA 5 abliefern. Genau das ist das, was die GTA-Fans haben wollen. Und Rockstar Games hat alle zufriedengestellt. Jungs und Mädels, ich habe auch erfahren, dass wir Mädels hier haben. Abonniert diesen Kanal. Ich werde jetzt Videos rausballern, wo wir die neuesten Sachen besprechen in Bezug auf die GTA-Trilogie. Wir werden die Grafik vergleichen. Wir werden alle Informationen jetzt rund um die GTA-Trilogie besprechen. Deswegen seid hier immer auf dem neuesten Stand. Also abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und gebt mir ein Like, wenn ihr hyped auf die GTA-Trilogie seid. Ich will mal sehen, wie hyped meine Community ist. Also haut mal ein Like raus. Würde mich auch natürlich sehr, sehr supporten. Vielen, vielen Dank. Rockstar Games hat heute endlich den Trailer zu der GTA-Trilogie hochgeladen. Wir wissen jetzt, wann das erscheint. Es erscheint am 11. November digital. Für die PlayStation 4, für die Xbox One, für die PlayStation 5, für die Xbox Series X und S, für den PC und Nintendo Switch. Am 11. November, die Leaks waren diesbezüglich auch richtig. Am 7. Dezember wird die GTA-Trilogie als physische Version erhältlich sein, also als CD-Version für Xbox One, Xbox Series X und S, Nintendo, PlayStation 4 und ich denke mal auch für die PlayStation 5 steht zwar hier nicht dabei, würde mich aber wundern, wenn es nicht für die PlayStation 5 kommen würde. Rockstar Games schreibt, erlebe die Spiele, mit denen alles begann, beispiellose Freiheit und Eintauchen in drei lebendige, atmende Welten voller urkomischer Aktion, reichhaltiger, filmischer Geschichten, klassischer Charaktere und unvergessliche Musik. Sie schreiben noch, dass die GTA-Trilogie an GTA 5 angelehnte Steuerungsschema bietet und übergreifende visuelle Verbesserungen wie höhere Auflösungen, verbesserte grafische Darstellungen der gesamten Welt und vieles mehr. Und sie bleiben natürlich den ursprünglichen charakteristischen Look treu. Und das haben sie auch definitiv gemacht. Die GTA-Trilogie sieht zwar neu aus, aber wie sie es auch erwähnt haben, der klassische Look bleibt erhalten. Man sieht auf jeden Fall immer noch, dass die Grafik an die älteren Teile ähnelt. Es ist jetzt keine bombastische neue Grafik mit irgendwie total gemoddeten Sachen. Es ist immer noch die GTA-Trilogie, also GTA San Andreas, Vice City und GTA 3. Weiterhin sagen sie, dass die GTA-Trilogie weitreichend verbesserte und modernisierte Steuerung, zum Beispiel durch verbesserte Zielmechanik, aktualisierte Waffen und Radiosenderauswahl, aktualisierte Minikarten mit überarbeiteter Navigation und Wegpunktfunktionalität und vieles mehr. Also sie haben das Radio geupdatet. Eventuell kommt neue Musik, wer weiß. Zielmechanik ist besser und die Waffen wurden auch aktualisiert. Zudem, wie gesagt, die Minikarte wurde auch aktualisiert. Das heißt, früher war es zum Beispiel so, wenn ihr jetzt ein Ziel gewählt habt, hat die Minikarte nicht gezeigt, wie lange ihr fahren sollt. Ihr musstet dann quasi den Weg selbst rausfinden. Ihr konntet es nur auswählen. Vielleicht ist es jetzt so, dass ihr durch das Navigationssystem auch geleitet werdet. Also ihr könnt dann sehen, wie ihr jetzt in GTA 5 wohin ihr fahren müsst. Zudem sagen sie noch, dass die Version von Nintendo Switch eine angepasste Steuerung bekommt, inklusive Kamerazoom und Schwenks sowie Menüauswahl über Touchscreen und Zielen via Gyrosensor. Kann man was es ist? Die PC-Version beinhaltet Nvidia DLSS-Unterstützung und neue Erfolge im Rockstar Games Social Club. Zu den weiteren Verbesserungen aller drei Titel zählen das komplett überarbeitete Beleuchtungssystem, einschließlich der Schatten- und Wettereffekte sowie der Reflexionen, überarbeitete Charakter- und Fahrzeugmodelle sowie höhere aufgelöste Texturen für Gebäude, Waffen, Straßen, Innenräume und mehr. Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition verfügt auch über eine Reihe von Umgebungsverbesserungen wie neue Vegetation, glattere Oberflächen und höhere Sichtweite, um die Welt in einer neuen Tiefe und Klarheit darzustellen. Wie geil klingt das alles, Mann? Ich bin sowas von gehypt, Junge. Zudem sagen sie noch, dass die GTA-Trilogie ein ursprünglich von Rockstar Games entwickeltes Spiel. Die Übersetzung ist zwar scheiße, aber ich denke mal, dass die Grove Street irgendwie damit was zu tun hat, dass es halt moderner aussieht auf den neuen Plattformen. Dabei sorgt die Unreal Engine bei diesen Klassikern für noch mehr Lebendigkeit und Immersion und feiert so das Erbe der Serie, die interaktive Unterhaltung neu definiert und dazu beigetragen hat, Videospiele in den kulturellen Mittelpunkt zu bringen. Also quasi, dass es einfach nur besser wird und dass die älteren Legendenteile jetzt neu aufgepusht werden. Was auch krass ist, dass die GTA San Andreas Definitive Edition
über den Xbox Game Pass ab dem 11. November zur Verfügung sein wird. Das heißt für mich, dass eigentlich nur GTA San Andreas auf dem Game Pass zur Verfügung sein wird, Vice City und GTA 3 eben nicht. Ab dem 7. Dezember wird dann Grand Theft Auto 3, The Definitive Edition, über PlayStation Now zur Verfügung sein. Das schockt mich zwar ein bisschen, dass Rockstar Games auch mit Microsoft irgendwie da was am Laufen hat, obwohl sie mit PlayStation Vertrag haben, beziehungsweise mit Sony, aber egal Leute, die GTA-Trilogie wurde endlich angekündigt. Ich werde auf jeden Fall auch die Grafik analysieren, dazu kommt auch noch ein Video. Also abonnieren, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was sagt ihr zu dem allen, zu dem ganzen Sachen hier? Was sagt ihr dazu? Schreibt mir nochmal in die Kommentare. Seid ihr gehypt? Lasst es mich wissen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Schauen. Tschüss. Und natürlich, Leute, vorbestellen. Nicht vergessen. Nicht vorbestellen auf jeden Fall. Ich werde es auch schnell tun. Und jetzt auf jeden Fall. Tschüss.